Naja, es gibt einen politischen Anlass. Los Angeles ist Schwesterstadt von Berlin. Es gibt einen künstlerischen Anlass, denn einige der Künstler, die ja als Künstler aus Los Angeles in der Kunstgeschichte zählen, haben in Berlin gearbeitet. Wie etwa Keen Holz, der lange Jahre auch in Berlin gelebt hat. Und wir haben ja mehrere Stücke von Keen Holz in dieser Ausstellung. Oder wir sehen das im Hintergrund, dieses gigantische Werk von Sam Francis. Das war eine Auftragsarbeit des damaligen Direktors der Nationalgalerie, Haftmann. Er hat 1969, glaube ich, Sam Francis dann in Los Angeles gebeten, dieses Bild für die Eröffnung der Nationalgalerie zu malen. Wir zeigen es hier. Es ist lange, lange in den Depots. Kaum jemand konnte es sehen. Also wir zeigen es zum ersten Mal. Also es gibt da ganz, ganz viele Vernetzungen und interessante Querverbindungen. Im Übrigen, wir haben uns selbst nie Bürgerrechtler genannt. Der Begriff kam erst im Herbst 89 auf, als es eine Bürgerbewegung gab. Und er kam von außen, er kam von den Journalisten, die suchen für alles dann ein Etikett. Ja, am schönsten sieht man das vielleicht an dem Hauptbild eigentlich der Ausstellung, der Ikone dieser Ausstellung, an David Hockneys großem Splash. Das hat er in Kalifornien gemacht, aber er ist ja Engländer, muss man hinzufügen. Er kommt also aus diesem doch oft grau verhangenen englischen Himmel und geht dann nach Kalifornien und findet dort die Sonne und sozusagen das Paradies. Und das kommt in den Bildern von Hockney ja sehr, sehr ausdrücklich auch zum Ausdruck. Interessant sind auch die neuen Materialien, technischen Materialien, die etwa in der Flugzeugindustrie erfunden worden sind, wie Polyester. Das hat man für Flugzeugfenster verwendet, aber die Künstler haben es eben für ihre Kunstwerke verwendet. Das ist auch ein Kennzeichen dieser, oder sagen wir ein spezifisches Kennzeichen der Kunst in Los Angeles, dass sie eben diese neuen technischen Materialien verwendet haben.